Ja, und hier ist schon wieder der Blumenstrauß der Woche, der diesmal in Weischlitz ausgegeben wird. Und zwar bei dem CVJM Weischlitz. Und zwar für die Frau Fuchs, Fuchsilein und Fuchsileinchen. So steht es hier im Text. Ich werde ihn vorlesen. Mal sehen, ob wir Sie überraschen können. Kommen Sie also ganz einfach mal mit hier in Weischlitz. So, liebe Kinder und liebe Erwachsene, wir haben jetzt die Frau Fuchs nach vorne gerufen. Und zwar haben wir die Aufgabe, Ihnen den Blumenstrauß der Woche vom Vogtland Regionalfernsehen zu übergeben. Die Sendung wird auch noch laufen, dann werden wir Ihnen Bescheid geben. Nehmen Sie erstmal diesen Strauß und ich habe da noch etwas zum Vorlesen. Und zwar steht hier, liebe Frau Fuchs, Fuchsi, Fuchsilein und Fuchsileinchen. Wir möchten Ihnen Danke sagen, es gab bei Ihnen nichts zu klagen. Wir rechnen schnell und lesen gut, wir haben Zuversicht und Mut. Das haben Sie uns beigebracht, wir haben zusammen nachgedacht, schreibt man nun Lücke mit CK und wie viele Tage hat ein Jahr. Diktate waren für viele ein Graus, wir mussten üben, Tag ein, Tag aus. Doch dann haben Sie einen Spaß gemacht und wir haben oftmals sehr gelacht. Die Malfolgen brachten uns ins Schwitzen. Sie sagten oft, die müssen sitzen. Viel schöner war der Musizieren und das Projekt zu Lieblingstieren. Die Lesenächte waren der Hit. Frau Fuchs hatte Bücher und Pizza mit. Wir haben gelesen und zugehört, nicht mal die Einbrecher haben uns gestört. Nun sagen wir auf Wiedersehen und wenn es schwerfällt, wir müssen nun gehen. Wir wünschen Ihnen auch in den nächsten Jahren so tolle Schüler, wie wir es waren. Ihre Kinder, der F4B, Annabelle, Hanna, Lene, Lilly, Paloma, Romy, Victoria, Benedikt, Christoph, Yannick, Kai, Kevin, Konrad, Moritz, Niklas Geiser, Niklas Dostmann, Toni Vincent und die Zuschauer des Regionalfernsehens schließen sich an. Applaus. Bald etwas peinlich, aber vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz sehr. Ihr seid immer noch meine Lieben und meine guten Schnuden. Meine guten Kinder, sage ich immer, oder habe ich gesagt. Und es wird hoffentlich so bleiben. Und wenn ihr dann mal in irgendeiner anderen Schule seid und bei Neuendorf Grundschule hier mal so irgendjemanden oben winken seht, ganz oben rechts, da winkt er auch mal zurück und kommt einmal auf. Also fein, Dankeschön.